Das erste Mal, dass ich dabei bin. Kenne natürlich unendlich viele ähnliche Meetings. Aber der Bezug zur Bibel von Drucker, also meinem Studium, war ja ein ganz großer Management-Philosoph damals schon. Bis heute wachhalten halte ich von der Grundidee Values, ne, Legitimität für sehr wichtig. Dann natürlich der Ort hier ist perfekt. Und ich habe schon Haltung geführt. So eine multikulturelle Zusammensetzung finde ich eben auch sehr zukunftsweisend. Wir haben eben häufig das Problem, dass so die Deutschen und die Europäer und die Österreicher ein bisschen arg unter sich sind. Aber das ist eine multikulturelle Veranstaltung und so sieht ja auch die Zukunft aus. Also Klassiker, sieht man ja auch in der Literatur, sind immer gut. Er war nicht modisch, er war grundsätzlich, er war auch nicht angepasst. Er hatte aber natürlich die Stärke, anders wie viele europäische Wissenschaftler, was Wissenschaftliches so darzustellen, dass es auch verständlich war und vor allem in der Praxis anwendbar. Das hat natürlich mehr Wirkung wie zu große, nicht vollziehbare Theorien. Er hat natürlich damals auch schon auf die Wertediskussion, auf die Legitimität hingewiesen, aber auch auf die schöpferischen Kräfte, die Entfaltung der Kreativität, der Produktivität. Also insofern ist er ein Klassiker, aber niemand von gestern, sondern unverändert aktuell. Und ich glaube, gerade die ganzen Krisen, die wir gerade durchleben, machen es notwendig, dass die jüngere Generation jetzt wieder sehr viel stärker mit seinen Grundideen sich beschäftigt.